Wir haben 5 Jahre zusammen im Rahmen von Munich Aerospace zusammen geforscht und eine neue Methode entwickelt, mit der wir Radarreflektoren für die Vermessung verwenden können. Deswegen arbeiten wir ganz eng mit der Geodäsie, Kartografie zusammen. Und wir können jeden einzelnen Reflektor jetzt mit dem Satelliten aus dem Weltraum auf 5 cm genau lokalisieren. Ja, das haben wir bewiesen in diesen 5 Jahren. Alle paar Tage fliegt hier über München der deutsche Radarsatellit Terrasa X drüber und heute um 7.26 Uhr eben hier über München und zeichnet ein Radarbild von München auf. Also wir haben jetzt hier 27 sogenannte Corner-Reflektoren aufgestellt, die in Summe das Logo der TU München nachbilden sollen. Corner-Reflektoren sind offene Ecken sozusagen, die in Radarbildern zu sehr starken Rückstreuungen führen, als Punkte erscheinen, als punkthafte Rückstreuer. Wir haben die jetzt ausgerichtet. Die Form ist die Form eines Katzenauges. Also durch diese Dreifachreflexion kommt es eigentlich gar nicht so genau auf die Ausrichtung an. Aber wenn man sie sehr genau zum Satelliten hin ausrichtet, bekommt man das stärkste Signal. Also eine gewisse Ausrichtung ist wichtig. Wir haben die etwas angehoben, sodass sie also möglichst genau auf wenige Grad genau zum Satelliten zeigen, damit wir ein möglichst helles Signal von jedem Reflektor bekommen. In diesem Experiment kann man nochmal demonstrieren, dass das Ganze in der Stadt möglich ist, dass man also solche Reflektoren sehr hell erkennen kann als helle Punkte und jeder einzelne kann dann eben auf wenige Zentimeter genau vermessen werden. Das kann zum Beispiel verwendet werden, um hochgenaue Straßenkarten zu erstellen, also um bestehende Karten, die manchmal doch nicht ganz genau passen, die passen vielleicht auf die Straßenbreite, aber unser Ziel ist es, solche Karte auf die Breite der Verkehrsmarkierung, also auf 10 cm etwa genau einzurichten. Das kann man mit Hilfe von solchen Reflektoren zum Beispiel erreichen.